Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Kakarot. Wir machen heute die Nebenmission und dann wird alles verprügelt. Deswegen gucken wir erstmal, was es hier so gibt. Aha, den kennen wir doch. Nam hat Probleme mit seinem Wagengeschäft. Hilf seinen Leuten, indem du ihm hilfst. Okay. Das machen wir. Glänzende Steine nehme ich mit. Jemanden finden, der sich mit Steinen auskennt. Du da? Kennst du dich mit Steinen aus? Hast sogar Fossil bekommen. Cool. Oh, seltener Apfel. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Diese Murmeln nehme ich auch mit. Die sind auch ganz wichtig. Die Medaillen braucht man für neue Fähigkeiten. Zeig mal, was du hast. Neues Fossil. Wasserkapsel, Lebensmittelkapsel, okay. Das ist wahrscheinlich dann, was ich Nam geben muss. Aha, die Medaille nehmen wir mit. Geben wir ihm sein Essen und sein Wasser. Mission abgeschlossen. Buch für Erwachsene. Das war's für Muten Roshi. Neue Community Marker, die können wir dann einbauen. Oh, das hier nehme ich hier noch mit. Pool. Aha, hat mir was gegeben. Dann gehen wir zur nächsten Nebenmission. So, was möchtest du? Monster Nummer 8. Den kennt man aus den klassisch alten Dragon Ball Folgen. Sanfter Riese. Er möchte, dass wir die Red Ribbon Armee verkloppen, so wie wir es früher gemacht haben. Gar kein Problem. Mit Piccolo im Schlepptau sogar noch einfacher als vorher. Los geht's. Immer schön die Kugeln einsammeln. Die brauchen wir dann, um neue Fähigkeiten zu lernen. Auf geht's. Zu den Robotern. Die machen wir fertig. Jetzt gibt's auf den Sack. Oh, die wollen lasern. Muss man ganz schön ausweichen. Einer schon fast down. Jawohl. Nummer 2. Das ist ein kleiner. Kamehameha! Der hat hier gemacht. So, wir können auch hier Piccolo angreifen lassen. Zack, jetzt sollte noch der eine leben. Daneben. Jawohl, Piccolo hat ihn fertig gemacht. Level up. So muss es sein. Es ist unglaublich, wie viel Level up wert ist hier in dem Game. Mission abgeschlossen. Gibt's was zu essen? Sehr gut. Neue Community Marke. Monster Nummer 8. So, jetzt können wir uns eigentlich um Raditz kümmern. Nebenmission abgeschlossen. No.
using a device that tells him our strengths as well as our location. Safe to say he probably knows we're close by. Jetzt gibt's auch den Sack. So, Charakterentwicklung Essen. Indem du Essen Gericht zunimmst, kannst du deinen Wert dauerhaft erhöhen. Das ist wichtig. Gerade bei Chichi und dergleichen kann man das machen. Benutze den gekochten Fisch, den du von Chichi bekommen hast. Plus 15% auf Kierabwehr für 3 Minuten. Auf jeden Fall sind Goku. Dass wir uns jetzt noch ein bisschen verstärken, weil Raditz ist echt nicht einfach. Der erste Kampf ist schon hart. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ich muss wohl immer ein bisschen Abstand auch von ihm halten. Er ist nämlich ganz schön nervig. Jawohl, Piccolo, mach ihn alle! Kamehameha! Er hat 6 Lebensbalken, der Arsch! Den mache ich fertig. Zyklon Montag. Toll. Habe schwerer in Erinnerung. Oh, eigentlich auch. Ich glaube, da kommt noch mal ein Fight. Das war's noch nicht. So, Zeit für den zweiten Kampf mit Raditz. Ich mach erstmal volle Power. Und dann kriegt er aufs Maul. Zack, zack, zack. So, scheiß Laser. Da gibt's auf den Sack. Ja, hier weiche ich einfach aus. Oh, gestunt. Feuer frei. Friss das. Ah, schon wieder der Laser. Der Trick ist immer so hoch und runter zu fliegen. Sonst erwischt er einen. Ah, ausgewichen. Und bei den Kugeln immer diesen Ausweichschritt. Und wenn es nicht mehr geht, musst du blocken. Oh, Kacke. Oh, nö. Blöder Penner. Der ist ein echt harter Gegner für den Anfang. Wenn du noch nichts kannst und der ist ganz schön stark mit seinen scheiß Murmeln und diesem Laser. Gerade für den Anfang, wenn du nicht weißt, wie du gegen ihn bestehen kannst, ist das ein echt harter Gegner für den Anfang des Spiels. Volle Power! Oh, jawohl, durch die Steine.
Zack, zack, zack. In die Fresse. Jawohl. So eine Frechheit, dass der 6 Lebensleisten hat. Die da auch unbespreit sind. Ja, hier muss man richtig kontern und blocken. Gerade wenn er diese Scheiße macht. Jetzt muss ich blocken. Jetzt hat er keine Energie mehr. Jetzt kriegt er auf die Fresse. Ausweichen. Oh. Ist das nervig. Wenn wir es uns rufen machen, dann sind wir wieder voll. Und gerade für Raditz brauchen wir das einfach. Weil der mega stark ist. Blocken. Weil gerade umso weniger Leben der hat, desto stärker wird er. Als erster Gegner, also als erster Bossgegner, finde ich ihn etwas zu stark. Gerade wenn du jetzt erstmal neuer Spieler bist und das Spiel kennenlernen willst, ist der hier zu fett. Er kann viel zu viel. Ja, weil er macht halt die ganze Zeit ohne Pause irgendwelche Angriffe. Und du musst dich wehren. Jetzt ist er down. Endlich. Oh. Ist immer so ein brutaler Kampf gegen den. Alles mit Rang S abgeschlossen. Sehr gut. Ja, die Geschichte sollte jeder kennen. Goku weggebeamt, auf zu Gott. Richtung Meister Kaio. Piccolo trainiert zum Gohan. Geschichte zu Ende. Ja, Saiyajins machen sich auf den Weg. Nappa und Vegeta. Und wurde alles geschickt in die Hölle. Richtige Antwort. Wer ist stärker? Emma Dayo. Richtig. Letzte Frage. Über wen wird hier nach dem Tod gerichtet? Über alle. Letzte Frage. Gibt es einen Weg, diejenigen zurückzuholen, die schon gestorben sind? Ja. Die Dragon Balls. Welche Frage ist das? Die fünfte? Ja, komm, es war die vierte, egal. Zwei neue Community-Marken, sehr gut. Die müssen wir nochmal ausrichten. Die mache ich extrem viel aus für die Kämpfe. Ja, ja, Piccolo. Oh. So, wir haben jetzt die Höllenspirale freigeschaltet mit Piccolo. Erstmal hole ich mir hier die Murmel. Dann gucke ich noch kurz ins Community-Board rein. Weil hier können wir dann unsere ganzen Community-Abzeichen reinpacken. Bis jetzt haben wir sonst noch nicht so viel freigeschalten, deswegen könnten wir jetzt einfach noch den Monster Nummer 8 reinpacken. Hier oben füllt sich dann eine Leiste. Na, Rang 2, 3, 4, 5 und so weiter, bis man hier oben dann alles fertig hat. Kann man sich also verbessern. Man sammelt die Community-Karten durch Story, durch Nebenquests. Na, Piccolo haben wir jetzt noch nicht, aber den wird es hier wahrscheinlich gleich geben. Und das macht extrem viel aus, wie viel die können. Und verstärkt alles nochmal, genau wie Essen. Hier haben wir Charaktere. Wir können jetzt Piccolo nehmen und können ihm zum Beispiel die Höllenspirale jetzt reinpacken. Auf die 4. Na, und wir können auch seinen Unterstützungsangriff zur Höllenspirale machen. Das heißt, wenn wir ihn im Team haben und
Höllenspirale drücken, dann setzt er das ein. So, Piccolo ist ausgerüstet, Höllenspirale ist dabei. Das war's aber erstmal für heute mit Kakarott. Raditz wurde besiegt, das war anstrengend genug. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.